Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Bioshock Infinite. Im letzten Part haben wir hier mit einer kleinen, aber feinen Schlacht angefangen. Weil wir auf der Suche nach Lady Comstock sind, die eigentlich schon tot ist. Oh, und das hier ist die Stelle, wo wir mit dem... mit dem Fahrstuhl runtergefallen sind. Alter, hat der Fireman die hier alle umgebracht? Ich hab Geld gefunden. Ja. Wo hast du Geld gefunden? Dankeschön. Oh, da. Dankeschön. So, gebt mir mal schnell all euer... Wow, ich glaube, das war echt der Fireman. Holy shit. Nee, warte mal. Bevor wir jetzt aber weitergehen, gehe ich erstmal hier hinten hin zum Dollar Bill. Und hol mir noch ein bisschen Munition, weil da haben wir auch einiges verbraten. Und da ist es mir ehrlich gesagt lieber, doch mit voller Munition weiterzulaufen. Ja, auf jeden Fall, wir sind nun auf der Suche nach Lady Comstock, die ja eigentlich tot ist. Was kann dieser Ort mit meiner Mutter zu tun haben? Wow. Eigentlich. So langsam fängt das Spiel an, Horrorelemente zu entwickeln, hä? Das hier hat echt was von einem Horrorspiel. Ja, Bereich verlassen. Dieses Flackern, diese Geräusche. Eine Dame mit sanften Bärten. Das gefällt mir. Hat der gerade ein von Bärten gelabert? Oder hat er Werte? Oh, da hinten ist einer. Ha! Ich hab hier auch was für dich, ein Karabiner. Komm, schieß auf mich. Salze, dankeschön. Ja, wir haben diese Fähigkeit hier im letzten Part auch gefunden. Mit der wir die Geschosse von denen auffangen können und zurückschicken können. Meine Güte! Geht selber sterben, ey. Mein Kampf. Unser Kampf ist auch mein Kampf. Boah, wer auch. Warum kommen scheinen zum Tresor immer zu führen. So viele Leute. Wow. Wo kommt diese riesen Blutlache her? Oh. Holy shit. 50%. Wie? 50% von allem, was die Leute verdienen, geht als Steuer an Comstock. Ich glaube, ich sollte auch Prophet werden. Ja. Läuft bei dem. Brauchen wir Geld? Hier. Wir finden ja Geld en masse und dann schenkt sie uns auch nochmal Kohle. Ich hab, glaube ich, gerade ein bisschen Barschaft gefunden, also... Oh. Versperrt. Ich glaube, ich verdoppel hier gerade mein... Bitte sehr. ...Konto. Einfach mal. So, nochmal 110. Wir haben's hier. Wir haben es jetzt gerade echt, also wie viel Kohle man hier bekommt. Na gut, wir sind halt in einer Bank, ne?
Da ist das kein Wunder. Wenn hier drüben nochmal so viel ist, ich nimm's. Ja, mir irgendwie auch gerade. Also wenn das im echten Leben so wäre, das wäre geil. Komm, noch mehr Kohle. Ja, ganz viel Kohle. Ganz viel Kohle. Wir haben ja schon über 1000 Silberigel gefunden. Pistole? Nee, die Scheiße brauchen wir nicht. So, in welche Richtung sollen wir denn jetzt? Da lang, dann gehe ich hier lang. Weil Videospiellogik, in die Richtung, in der man soll, geht man zuletzt. Kennt man ja nicht anders, da? Den Weg, den man eigentlich nehmen soll, geht man zuletzt. Damit man halt noch alles mitnehmen kann. Ja, immer diese Hand. War das hier jetzt ein Rundweg? Ja, noch ein bisschen mehr Kohle. Liegt da noch was? Nee. Aber vielleicht findet sie ja was. Bei Zerfall eines Schildes wird die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. 5 Sekunden lang 50% schneller. Was haben wir momentan? Beim Schießen? Nee. Das nehme ich mal nur mit. Noch mehr Lockpicks. Aber anscheinend gibt es sonst mehr nicht mehr hier. So. Okay, soll da lang. Von hier kamen wir gerade. Ja, ich glaube, das hier ist echt nur so ein Rundweg. Alter, was machen die? Wo kommen diese ganzen Leichen hierher? Also mal sehen. Tippe 3 Buchstaben für Stimme. 3 Buchstaben? V-O-X. Los, die Schreibmaschine. Ach, hier ist das. Wir hatten ja vor kurzem ein Buch gefunden. Wow. Oh, yeah. Hier ist etwas Geld. Bitte ja. Sehr. Dankeschön. Das Voxophon als erstes. Ich weiß, der Prophet ist ein Lügner. Aber das kann nicht sein. Ich weiß, der Prophet ist ein Mörder. Aber das kann nicht sein. Denn wenn die Zukunft nur in der Vorstellung Gottes existiert, wie kann er sie solch einem Monster offenbaren? Ja, das frage ich mich auch. Genau das, was wir jetzt brauchen. Ja, Schild kann nicht schaden, muss man sagen. Da hat sich ja wirklich gelohnt, zurückzugehen, ne? Das hat es wirklich. Wir haben eine Infusion bekommen, wir haben einiges an Kohle bekommen. Haben ein Voxophon gefunden. Hat sich gelohnt. Ach nö, da war schon wieder so ein Krähenfutzi. Hier geht es nicht weiter. Na gut, dann halt nicht. Dann gehen wir jetzt einmal zurück. Also nicht zurück, halt hier weiter. Ich hasse die... Ich hasse diese Krähenfutzis. Ich schneid dich in Stücke. Oder auch nicht. Wie kann man denen eigentlich Headshots verpassen? Die haben doch Helme auf, oder nicht? Vorsicht. Ha!
Ohne Sniper gesniped, Bitch! Mach das nach! Machen wahrscheinlich einige von euch, weil wahrscheinlich jeder von euch sowieso in Shootern besser ist als ich. Aber immerhin kann ich Resident Evil 4 gut spielen, ja, ja. Werdet ihr irgendwann vielleicht mal sehen, wenn es mal soweit ist, dass ich dieses Spiel auch mal LP'e. Aber das eventuell erst nach diesem LP hier. Wow, noch mehr Kohle. Oh. Weil ich weiß noch nicht, ob ich Bioshock 1 nach Bioshock Infinite LP'en werde. Gut aufheben. Alter, wir haben echt unser Geld schon fast verdoppelt. Wir hatten, sind hier mit 3000 irgendwas reingegangen und haben jetzt... Na, da läuft dieser Typ als... Und haben jetzt schon 5500. Da ist ein Riss und da läuft dieser Quellenfuzzi. Ich hasse diese Typen, Mann, ernst. Da, ein Lockpick. Den könnten wir mal brauchen. Wo denn? Da drin? Vielleicht. Ben Booker hat da... Oder da drunter? Nein. Ach egal, wir haben genug Lockpicks. Das Fallenlassen einer Waffe erzeugt ein paar Sekunden lang einen geisterhaften Verbündeten. Nö. Hm. Also zum Schluss kommen noch mal mehr oder minder coole Ausrüstungen. Aber gut, man kann halt nicht immer gute Ausrüstung bekommen, ne? Hm. Verschlossen. Hm. Noch mehr Kohle. So. Lutes sagt, der Bastard sei nicht ihrem Schoß entsprungen, sondern das Produkt irgendeiner gottlosen Wissenschaft. Ich weiß nicht, was stimmt. Das Kind ist nicht göttlicher als ich. Was sagt das über die Sehergabe meines Gatten aus? Er fleht mich an zu schweigen, aber ich kann ihm nur anbieten, ihm zu verzeihen. Aber wenn er bereut, muss er auch die Wahrheit sagen. Ich kann seine Lügen nicht mehr ertragen. Lady Comstock war selbst auch nicht unbedingt, ja, die Unschuld in Person. Aber irgendwie tut sie einem schon, ja, ein bisschen leid. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie, sie konnte ja nicht für alles. Nee, ich will nicht. Mann! Geh weg, Junge! Mann, ich hasse euch! Und wenn ich diese Sabotage begehe? Alle ihre Patente? Alle, Mr. Fink. Aber warum will der Prophet, dass die zwei... Aus dem gleichen Grund, wieso Lady Comstock starb. Das Kind. Und warum soll ausgerechnet ich es tun? Nur sie können es wie einen Unfall aussehen lassen. Ich glaube, das ist nicht die wahre Lady Comstock. Ich glaube, sie ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und meinen Gefühlen ihr gegenüber. Was meinst du? Ich bin so wütend. Auf sie und meinen Vater. Ich denke, sie ist sie, aber zum Teil auch ich. Ich kapiere das selbst gar nicht so richtig. Ich auch nicht. Der Erzengel sagt mir, Columbia überlebt nur so lange, wie jemand von meinem Blut auf dem Thron sitzt. Aber Lady Comstock wird nicht schwanger. Ich habe getan, was ein Mann tun kann. Aber es kommt kein Kind. Ich habe Lutesse der Sache befragt. Aber selbst sie verweigert mir ihre Hilfe. Überleg mal, ob du vielleicht der Grund dafür bist.
Geh sterben! Ich hab noch nichts! Ha, wir haben sie besiegt. Und das sehr schnell, das ist gut. Weil die kann echt nerven. Die kann nämlich jede einzelne Leiche hier wiederbeleben. Wenn man sie nicht schnell genug tötet, werden eben auch jede einzelne Leiche wiederbelebt. Gut, ich glaube, wenn man denen den Kopf abhackt oder so, dann können die auch nichts mehr machen. Aber solange das eben nicht passiert ist, kann sie schon nerven. Das war ein Dollarbill, ne? Gut. Da kann ich nochmal Munition kaufen. Das ist nicht schlecht. Karabiner. Und Revolver. Den Karabiner nehme ich ja eigentlich, ja, weil ich damit so gut zielen kann. Und auch so schnell hintereinander schießen kann. Den Revolver nehme ich einfach, weil er mit die stärkste Waffe von der Feuerkraft ist. Mit dem kann man halt mit wenig Schüssen sehr viel Schaden anrichten. Deshalb ist der halt so gut. Er hat zwar wenig Munition, dank dieser 50% mehr Munition hat er jetzt 27. Bitte nicht noch mehr Gegner, bitte keine Gegner, bitte keine Gegner. Sieht gut aus. Wir sollen irgendwo anders hin. Wo sollen wir jetzt eigentlich hin? Auf jeden Fall hier lang. Nur wo hier lang? Gibt es hier irgendwo einen Weg? Oh, hier vermutlich lang. Das ist was für dich. Na klar. Bitte keine Gegner. Ich hab keine Lust. Bitte sehr. Okay. Ich hatte das Atom mitten in der Luft festgehalten. Kollegen bezeichneten mein Lotesfeld als Quantenlevitation, aber das trifft es nicht. Levitation, das klingt nach Verkehren und faulem Zauber. Mein Atom sank nur einfach nicht nach unten. Wenn man ein Atom unendlich lang in der Luft halten kann, warum dann nicht auch einen Apfel? Und wenn einen Apfel, warum dann nicht eine ganze Stadt? Naja, weil ein Apfel und eine ganze Stadt schon ein bisschen Unterschied hat. Allein was die Masse angeht. Das ist jetzt eine gute Frage. Wo genau soll ich hin? Ich gehe einfach mal den Weg wieder zu... Oder nee, warte mal. Ich weiß, wohin ich muss. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Das sagt mir immer noch woanders hin. Mensch, sag mir doch mal wohin. Ich weiß es gerade echt nicht. Und der Pfeil sagt mir auch nichts. Mann, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wo soll ich denn abspringen? Ja, von hier komme ich ja. Ich glaube, Lizzie denkt sich auch noch. Mann, Booker, du weißt doch, wo du hin musst. Nein, Lizzie, weiß ich nicht. Spring jetzt mal hier drauf. Da kann ich den Scharfschützen, genau. Habe ich natürlich nur gemacht, um den zu looten, was aber nichts bringt.
Tut mir leid, dass ich gerade so blind bin, aber ich weiß echt nicht, wo ich hin muss. Ja, ich soll hier irgendwo lang. Gut. Aber wo soll ich lang? Ich weiß es nicht. Hier gibt es ja auch keine anderen Wege. Weißt du was, ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Hier sind die Fußspuren wieder, okay. Was? Ach komm, wir kommen hier gar nicht weiter. Da, diese Banner. Scheint, die Vox haben ihre Lieblingsfarbe gewählt. Ja, sehr passend. Ja. Mann, wo soll ich lang? Ich soll hier irgendwo lang. Okay. Und das zeigt mir jetzt wieder hier drauf. Schön. Und wo soll ich abspringen? Es ist schön, dass ihr mir ins Team schreibt, aber es, wenn ich Bioshock spiele, bitte nicht. Wo soll ich lang? Jetzt mal im Ernst, wo geht's lang? Wisst ihr was, ich schneide hier jetzt kurz. Oder, nee, ich beende jetzt hier einfach mal kurz den Part. Suche offscreen, wo es weitergeht und werde dann im nächsten Part dort wieder einsteigen und dann machen wir dort weiter. Ja, ich denke mal, das ist die beste Lösung. Bevor ich hier jetzt noch weiter rumirre und da habe ich keine Lust drauf. Nee, denke ich mal auch nicht. Von daher würde ich sagen, war es das mit Bioshock Infinite für heute. Ich hoffe, das Video hat euch ein kleines wenig gefallen, auch wenn das Ende hier jetzt ein bisschen scheiße ist. Aber na gut. Falls es doch gefallen hat, lasst mir doch ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch überlassen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den nächsten Part wieder dabei sein werdet, wenn wir hoffentlich Comstock Haus betreten. Ja, und bis dahin. Ciao, ciao, Leute.